Als erstes eine funktionierende gute Beleuchtung ist die beste Lebensversicherung. Warm anziehen natürlich, ist klar. Weil mit eingefrorenen Fingern bremsen funktioniert auch nicht so gut. Und was bei Glatteis eine gute Idee ist, ein guter Winterreifen. Da gibt es ja diese Spikes-Reifen, die verhindern, dass man halt auf Glatteis zu Fall kommt. Das wäre eigentlich die erste Wahl. Beste Sicherheit. Also man kann mit diesem Reifen praktisch auf Glatteis fast wie auf normaler Straße fahren. Ne? Für den Winter wäre es eigentlich die erste Wahl. Beste Sicherheit. Jetzt zur Zeit ist es schon stellenweise dermaßen spiegelglatt, dass man sich davor unliebsame Überraschungen ganz gut schützt. Also die Erfahrung musste ich selber mal machen. Ja. Unbedacht um der Ecke gefahren, war spiegelglatt, ich habe da gelegen. Ich habe 3 Tage gehumpelt, alles verblaut. Damit wäre das nicht passiert. Wäre mit dem nicht passiert. Ja, okay. Jetzt zur Zeit ist es schon stellenweise dermaßen spiegelglatt, dass man sich davor unliebsame Überraschungen ganz gut schützt. Also die Erfahrung musste ich selber mal machen, ne? Unbedacht um der Ecke gefahren, war spiegelglatt, ich habe da gelegen. Ich habe 3 Tage gehumpelt, alles war blau. Damit wäre das nicht passiert. Wäre mit dem nicht passiert. Extra so geregelt.